Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr im Mozilla Firefox geschlossene Tabs und geschlossene Seiten wiederherstellt. Anschließend werfen wir noch einen Blick in die Chronik, wo ich euch zeigen möchte, wie ihr einzelne Einträge oder komplette Webseiten aus der Erinnerung des Firefox verschwinden lasst. Ich habe hier ein Browserfenster offen, in dem 5 Tabs geöffnet sind. Ist völlig willkürlich, brauchen wir nicht weiter drauf einzugehen. Jetzt schließe ich 2 Tabs und merke schon bald darauf, dass ich dort noch etwas nachschauen wollte. Dann klicke ich hier mit der rechten Maustaste in den freien grauen Bereich, um das Kontextmenü zu öffnen. Hier haben wir nun mehrere Optionen zur Auswahl. Uns interessiert geschlossenen Tab wiederherstellen. Den klicken wir an und der geschlossene Tab ist wieder da. Das gleiche machen wir nochmal und auch der zweite Tab erscheint wieder. Danach ist der Punkt auch ausgegraut. Wenn wir nun das Browserfenster schließen und wir auch die Warnung ignorieren, dass alles geschlossen wird, müssen wir trotzdem nicht dumm sterben. Wir öffnen Firefox wieder und klicken rechts auf das Hamburger-Menü. Dort klicken wir den Menüpunkt Vorherige Sitzung wiederherstellen an. Alle Tabs sind wieder da. So, dann schließen wir das hier alles mal, das brauchen wir nicht mehr. Nun kommen wir zur Chronik. Öffnet wieder das Hamburger-Menü und wählt diesmal Bibliothek aus, dann Chronik. Und während wir hier schon die neueste Chronik sehen, ganz unten gesamte Chronik anzeigen aus. Hier seht ihr nun die Chronik von heute. Links legt ihr den Zeitraum fest, den ihr bearbeiten wollt. Wenn ihr mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klickt, öffnet sich wieder das Kontextmenü. Dort habt ihr verschiedene Optionen zur Auswahl, wie zum Beispiel in neuen Tab öffnen. Alles klar soweit. Wieder zurück. Wir haben hier schon ein paar Webseiten angesurft und wollen nun ein paar löschen. Klickt dazu wieder mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählt Seite entfernen aus. Eintrag verschwunden. Das betrifft nur den einen Aufruf. Soll eine Seite aus der gesamten Chronik verschwinden, wählt ihr gesamte Website vergessen aus. Ihr solltet dann im Firefox nichts mehr zu der Seite finden. Eine kurze Sache noch. Wenn ihr oben im Menü den Punkt Neueste Chronik löschen auswählt, habt ihr die Möglichkeit, auch nur die letzten Stunden zu löschen. Nehmen wir Heutige Chronik löschen und schauen noch einmal rein. Gibt es den heutigen Tag nicht mehr. Alles klar, das war's auch mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!